Hallo und herzlich willkommen bei Zauberfee fährt Wohnmobil RMB. Heute machen wir aus der Not eine Tugend. Gabi ist nämlich vom großen Zeh befallen worden. Ich Gott sei Dank nicht, weil wir das noch rechtzeitig bemerkt haben. Ich habe mich daher kurzfristig entschlossen, von zu Hause zu flüchten. Freigetestet natürlich. Und zwar nach Holland, Niederlande, an die Maas zwischen Roermond und Venlo. Kessel heißt der Ort. Und dort auf einen kleinen Naturcampingplatz Bötzeven. Und dort stehe ich auch bereits drauf. Nach einer ruhigen Nacht am nächsten Morgen. Genau der richtige Zeitpunkt, um euch den Platz einmal vorzustellen. Zentraler Mittelpunkt des Campings ist ein kleiner See, an dem einige der 20 Parzellen mehr oder weniger nah dran liegen bzw. einen guten Blick darauf haben. An dem See kann man auch angeln, sind allerdings nur kleine Fische drin. Schwimmen und Baden ist nicht erlaubt. Eltern von Kleinkindern müssten daher aufpassen, dass die dort nicht reinfallen. Also, mehr was für Erwachsene und große Kinder. Es ist reichlich Baumbestand vorhanden. Das schränkt natürlich den Satellitenempfang ein. Ich hatte Glück, bei mir hat es funktioniert, denn es ist kein WLAN als alternative Empfangsmöglichkeit vorhanden, außer man hat natürlich selbst eine entsprechende Mobilfunkkarte. Hier zoomen wir gerade auf das kleine Sanitärgebäude. 2 Duschen, 2 WCs, 2 Waschbecken, kostenloses Warmwasser, nur bedingt barrierefrei. Außen am Gebäude dann die Abwaschmöglichkeit für Geschirr und Ähnliches. Es gibt eine zentrale Wasserentnahmestelle für größere Mengen, direkt daneben der Grauwassereinlassschacht für Entsorgung Grauwasser WC-Kassette. So sieht die schlussendliche Anfahrt zum Platz aus, der seinem Namen Naturcamping mehr als gerecht wird. Also, das sieht alles ganz vernünftig aus und alles für einen Preis unter 20 Euro die Nacht inklusive Strom, Ver- und Entsorgung. Was will man mehr? Aber ganz ehrlich, ich liebe diese kleinen Campingplätze sowieso viel mehr als die größeren. Die haben einfach das gewisse Flair. Auf der Webseite des Betreibers mit Reservierungsmöglichkeit erfährt man dann auch, dass der Naturcampingplatz Bötzeven so ziemlich neu eingerichtet worden ist und der Stammplatz die Hasenacker heißt. Von dem Platz aus kann man auch sehr gut Ausflüge in die Umgebung unternehmen. Fahrradtouren nach Venlo, Roermond und in ein Naturschutzgebiet stehen an. Man kann auch zu Fuß in das ca. 1200 Meter entfernt liegende Kessel laufen. Ein sehr schöner Ort, direkt an der Maas gelegen, mit zahlreichen Einkehrmöglichkeiten, Restaurants und Cafés. Zeige ich euch jetzt gleich alles. Genießt die Bilder! Und wir starten auch mit der Ortschaft Kessel, direkt an der Maas gelegen. Die Skyline ist von 2 Gebäuden geprägt, einmal der Geburtskirche zur lieben Frau und dem Kastel de Keverberg. Das kommt jetzt hier so gerade ins Bild, ist eine Burg oder Schloss, runde 1000 Jahre alt und wurde 2015 zu einer Tagungs-Hochzeits-Party-Location umgebaut. Ich muss das nochmal aufnehmen, was ich da für eine Karte gekauft habe. Vize-Knotepunkte. Ja. Fietzkart. 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 Ja, und diese Fietzkart, die Fahrradkarte, dient uns jetzt auch zum Übergang von dem, was man in Kessel besonders gut tun kann: Fahrradfahren nach dem Verkehrsknotenpunktsystem.
Hier ist im Bild gerade die elektronische Version zu sehen mit einem ganz tollen und einfach zu bedienenden Routenplaner. Zuerst wird der Startpunkt angeklickt, in unserem Fall der Ort Kessel, die Nummer 53, danach der Zielpunkt bzw. Zielort, wir wollen nach Roermond fahren, die Punkte 94 und 64. Hat man die dann angeklickt, erscheint wie von Zauberhand die Route zwischen den einzelnen Verkehrsknotenpunkten. Natürlich kann man dann noch weitere Punkte anklicken und sich zum Beispiel einen Rundkurs zusammenstellen, so wie ich das hier getan habe. Und anschließend fährt man dann die Knotenpunkte einzeln ab, um an sein Ziel zu gelangen. So sehen die Schilder dann in der Praxis aus. Von daher auf zu einer kleinen Fahrradtour nach Roermond, einfache Strecke 18 Kilometer. Wir fahren zunächst an der Maas entlang, auf sehr guten Wegen. Immer wieder können wir anhalten und die herrliche Aussicht auf diese schöne Fluss- und Seenlandschaft genießen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, irgendwo einzukehren. Hier zum Beispiel im Yachthafen von Neer mit Wohnmobilstellplatz. Dort könnte man mit der Fähre auch die Flussseite wechseln, zum Beispiel für eine Streckenänderung. Ein Grund, warum ich mir die Fietskarte gekauft habe. So, jetzt geht's aber weiter nach Roermond. Hier überquere ich bereits die Maas mit Blick auf die Natalini-Toren, ein Geschäftszentrum im historischen Stil neu erbaut und dem direkt daneben liegenden Yachthafen. Roer heißt auf Deutsch übrigens Ruhr, Roermond von daher Ruhrmündung, weil hier die Ruhr aus der Eifel in die Maas mündet. So sieht das dann live vor Ort aus. Mit einem Boot könnte man die Ruhr auch ein paar Meter bis zur ersten Brücke hochfahren und in dem kleinen Hafen ankern, um dann die Innenstadt zu besuchen. Und genau das tun wir jetzt. Die Fußgängerzone von Roermond ist relativ groß, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Der Name Roermond stand für mich bisher immer nur für das ebenfalls hier befindliche Outlet-Zentrum. Begeisterung hatte von daher mal wieder einen Namen, nämlich Jürgen, was wir jetzt mit ein wenig Musikuntermalung feiern. Dann verlassen wir auch Roermond schon wieder, fahren aber nicht direkt nach Kessel zum Campingplatz zurück, wie ich es eigentlich getan habe, sondern zunächst nach Brüggen in Deutschland, damit ich euch in einer Art Rundkurs die Highlights meiner insgesamt 5 Fahrradtouren besser zeigen und auch diesen Film viel dynamischer gestalten kann. Da ist weniger manchmal mehr, deshalb starten wir auch sofort mit Brüggen, ein nettes kleines Städtchen nahe der holländischen Grenze in Deutschland mit einer schlossähnlichen Kirche, einer Fußgängerzone, einer Burg und einem Eiscafé. Brüggen, nettes kleines Städtchen, hat Spaß gemacht. Weiter geht es durch den Brachter Wald und der Karlbergschen Heide Richtung Venlo, genauer gesagt zu dem botanischen Garten Jochumhof. Vorher aber noch ein paar Bilder aus dem Brachter Wald und der Karlbergschen Heide, in der man auch hervorragend wandern gehen kann. Und schon haben wir den Jochumshof erreicht, eine Gartenanlage aus dem 18. Jahrhundert, die liegt in dem kleinen Ort Steyl mit einigen Einkehrmöglichkeiten, Cafés, Restaurant sowie einer Fährverbindung über die Maas. Der Eintritt kostet 3 Euro, die muss man in einen Briefkasten schmeißen. Ja, los geht's!
geschlafen. Circa 7 Kilometer sind es dann noch auf sehr, sehr guten Radwegen bis nach Venlo. Venlo hat ungefähr 100.000 Einwohner, grenzt an die deutschen Gemeinden Wirsen und Kleve und hat einen sehr, sehr schönen Innenhafen mit vielen kleinen Cafés und Restaurants. Von dort erreichen wir dann die sehr großzügige Fußgängerzone durch kleine Gassen, taucht ein in einer sehr schönen urbanen Atmosphäre. In den Randbezirken ist die Fußgängerzone noch weniger belebt. Das ändert sich aber schnell, sobald man den Rathausplatz im Stadtzentrum erreicht. Von daher wieder raus aus der Stadt. Vorher schauen wir uns aber noch das Wohnzimmer von Stefan Raab an und auf dem Heimweg einen sehr interessanten Schleusenvorgang an der Maas. Und dann kommt schon wieder Kessel in Sicht. Dort müssen wir auch mit der Fähre übersetzen. Für kleines Geld, 90 Cent kostet die Überfahrt, um zu unserem Campingplatz Bözeven zu gelangen. Dort habe ich mir dann mit der Heißluftfritteuse ein typisch holländisches Gericht zubereitet und mit einem Glas Rosé die schöne Aussicht auf dem Campingplatzteich genossen. Bleibt nur noch der Besuch des Nationalparks der Grote Peel übrig, ein Hochmoor mit jährlich 100.000 Besuchern. Ich habe meine Fahrradtour auch bei Komoot aufgezeichnet, allerdings mit einem kleinen Fehler. Die Hauptstraße, dort wo der rote Strich jetzt erscheint, kann man nicht überqueren bzw. dran langfahren. Und die erste Ausweichmöglichkeit war von der Wegstrecke ganz schlecht. Man sollte daher so fahren wie hier gezeigt. Circa 50 Kilometer ist die Tour lang und führt uns durch die typisch holländische Landschaft, Kanäle, kleine Dörfer, immer über extra ausgewiesene Radwege, auf denen Zaubervieh auch mal frei laufen konnte. Nach circa 1,5 Fahrstunden erreicht man dann die Randgebiete des Nationalparks mit seiner schönen Heidelandschaft. Allerdings hat das Ganze einen kleinen Haken. In dem Nationalpark darf man nicht Fahrrad fahren, sondern nur wandern, zu Fuß unterwegs sein. Das ist aber letztendlich auch kein Problem, denn es gibt ein Besucherzentrum. Dort kann man seine Fahrräder abstellen und auf kleinen oder längeren markierten Rundwegen das Gebiet erkunden. Ja, und nach einem Blaubeer-Abendessen zusammen mit Captain Blaubeer war es dann wieder soweit. Der Regisseur nahm auf seinem Stuhl Platz, schaute noch einmal auf die Ländereien, die er in den letzten 5 Tagen besucht hatte und hoffte, dass es seinen Zuschauern gefallen hat. Denn er musste weiterziehen, diesmal zusammen mit Frau Hartmann und der Zauberfee, um neue Welten zu entdecken. So wie jetzt in Frankreich, wo ich gerade in einem Kahn sitze. Zeigen wir natürlich alles hier in Kürze bei Zauberfee fährt Wohnmobil RMB. Bis dahin sagen wir auf Wiedersehen, danke fürs Zuschauen und bleibt gesund. Tschö.